krank. Weil. Guck mal, die haben nach zwei Tagen einen neuen Bewohner. Warum? Da wirst du dich grundsätzlich nicht dagegen wehren können, wenn die dir jemanden reinsetzen. Da gibt's einen Fehler, weißt du? Das ist für sie billiger, bei dir im Zimmer, in dem kleinen Zimmer jemanden mit reinzusetzen. Da verdienen sie mehr, als wenn sie ein ganzes anderes Zimmer für einen neuen Mann nehmen. So kommen wir insofern weiter, als dass dann Lucy versuchen wird, dass er vielleicht ein WBS vom LAV kriegt. Also jetzt im Moment kriegt er ja keinen WBS, weil er eine Aufenthaltsgenehmigung unter einem Jahr hat. Mhm. Und wenn wir versuchen jetzt einfach mit der Geschichte, das ist in dem Raum passiert und so weiter. Vielleicht kann doch jemand von euch beiden kurz das Urlauernetzwerk GHS oder wie ihr euch selbst bezeichnet, kurz vorstellen. Genau, wir haben uns gegründet 2014 im Sommer. Damals war die ehemalige Gerd-Hauptmann-Schule, die stand leer und wurde 2,5 Jahre davor besetzt von Leuten aus dem Protestcamp auf dem Oranienplatz im Winter, weil es bitter kalt war. Und der Bezirk hat das damals geduldet, glaube ich. Auf jeden Fall, die Leute waren 1,5 Jahre in der Schule. Und nach 1,5 Jahren, 2014, rückte dann ein riesiges Aufgebot, 2000 Polizisten, die haben den ganzen Block abgesperrt. Schwer bewaffnet und das ging 10 Tage lang und stand ja in den Zeitungen auch. Wir sind eigentlich alles Leute aus der Nachbarschaft, einmal Bewohner der Schule und einmal außenrum in den Wohnungen zusammengefunden. Waren damals noch viel mehr Leute, da haben sich eigentlich viele Gruppen damals gegründet. Und uns gibt es immer noch. We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. Bleibe für alle!